Abstand. Die verborgenen Ruinen waren die ganze Zeit hier. Wie hast du das gemacht? Das Licht? Oh Mann, wir sind bald reich. Wir sind da. Los geht's. Er keucht und schnaubt sich aber einen zurecht. Ich glaube, der Schatz ist dort drüben. Wir werden sehen. Hey, wartet auf mich! Ihr könntet vielleicht einmal auf mich warten. Ständig rennen die vor. Der Auserwählte trabt hinterher. Was ist das denn? Sieht aus wie so eine Art Schrein. Keine Ahnung. Ah, hier geht's. Warum geht er nicht auf? Neil, hol mir den Sprengstoff. Ich hab das ganze starke Zeug schon aufgebraucht. Warum denn immer mit Sprengstoff? Ich mach das schon. Es rührt sich nicht. Ich vermute, es muss ein geheimes Gerät geben, das den Schrein öffnen kann. Wir sollten zusammen danach suchen. Ach du Scheiße. Also nah ranzoomen ist keine gute Idee. Man sieht irgendwie so gut wie gar nichts mehr. Wirklich rumlaufen ist so ordentlich möglich. Warte mal. Ah. Automatische Reise. Suche in der Nähe nach dem geheimen Gerät. Wahrscheinlich nicht allzu weit weg. Ich bin schon. Oder? Warte mal. Das ist bestimmt dieses Teil hier. Haha! Ein geheimnisvoll aussehender Obelisk. Finde etwas, mit dem du das geheime Gerät zum Laufen bekommst. Schaue dir den Blick des Beobachters an. Der hier? Ja. Der Schlüssel aus Licht und die Resonanz, die eins geworden sind. Ja, her damit. Okay. Das kriege ich wohl nicht. Das setzt sich von alleine zusammen. Die Empyria schwingen mit mir. Anscheinend hat dieser Grünschnabel einen Weg gefunden. Die schwere Tür beginnt sich zu bewegen. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Hände weg vom Schatz! Ich bin hier der Boss! Beiseite! Hört auf, ihr gierigen Narren! Schaut raus! Wow! Dämonen! Wie sind die hierher gekommen? Also ich fühle mich mit der schon ziemlich stark, muss ich dazu sagen. Ich zerfleischte hier einen nach dem anderen. Mein Energieriemen wird sich. Aber Standardangriffe.
Na, komm schon. Nice. Wir sind fast gestorben. Scheiß auf den Vertrag. Schnapp dir, was du kannst. Das war nicht der Deal. Wer das Schwert hat, macht die Regeln, Kindchen. Nimm den Stein mit. Sieht wertvoll aus. Nein, nicht anfassen! Nein! Weg da! Halt! Eine Falle! Tja, wollen wir ihn retten oder weglaufen? Das ist hier die Frage. Also weglaufen klingt schon arschig. Ich meine, das ist auch ein Mistkerl, aber wer weiß, vielleicht verändert er sich ja danach. Ja, komm, wir retten ihn mal. Bitte, lass mich nicht sterben! Komm zurück! Seine Gier hätte euch beide getötet. Bleibt hier. Wohin führt diese Straße? Eine exzellente Frage. Alter. Ups, da sind die mir kaputt gegangen. So war's. Habt's ja davon, dass ihr mich die ganze Zeit rumkommandiert habt und vorgelaufen. So. Okay, wir müssen mit Pater Morpheus sprechen. Jetzt gibt es nur noch uns beide. Reicht doch. Ich weiß, das hört sich verrückt an, aber ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass wir beobachtet werden. Gefährliche Fallen, Dämonenangriffe und sogar menschliche Gier. Ich habe keine Ahnung mehr, worauf wir uns hier eingelassen haben. Ich freue mich darauf, mehr herauszufinden. Das tue ich auch. Ich hoffe, wir schaffen es gemeinsam bis zum Schluss, Handsome Sean. Klaro. Was haben wir eigentlich hier so Neues? Haben wir schon irgendwas Neues gekriegt? Nee, aber ich hatte doch vorhin hier Loot gefallen sehen. Sehen Sie mal. Kann man sich den Loot nicht irgendwie anzeigen lassen? Das scheint mir so... Wie soll ich sagen? Schlecht erkennbar. Das ist, glaube ich, das beste Wort. Da gibt's... Ich meine, bei Diablo zum Beispiel war das damals so, da konnte man, ich glaube... Umschalttaste drücken und dann wurden Items in der Gegend angezeigt. Naja, wir werden es noch rausfinden. Ich werde eingesaugt. Welche Richtung sollen wir wählen? Ich würde sagen, das entscheiden wir nach einer kurzen Pause. So. So, bisschen schöner positionieren. Weiter geht's. Oh, das ist aber... Oh. Ja, das ist ein Spielmenü, würde ich mal sagen. Da gibt es ja einiges zu sehen. Aber auch damit beschäftigen wir uns mal lieber später. Ach, ich bin Stufe 10 schon. Guck mal. Das ging aber schnell. Zurück.
Folge dem Licht. Dann machen wir das mal. Löcher im Boden? Aber man kann ja mal nicht runterfallen, oder? Nein, kann man nicht. Nein, nein, kann man nicht. Geht gar nicht. Geht es dir gut? Ja, ja, alles in Ordnung. Du lebst. Komm, suchen wir einen Weg nach oben. Es ist so dunkel hier. Ich kann nichts sehen. Erkennst du irgendwas? Klar. Übrigens, hier mein Charakterding ist hier am Leuchten. Ich habe einen neuen Brustschutz, der rundum besser ist als der, den ich jetzt anhabe. Weswegen ich den auch ausrüsten werde. Bin gespannt, wie sich das optisch auswirkt. Okay. Kann sich sehen lassen, würde ich sagen. Hier haben wir nichts. Hier drüben. Ich habe ihn gefunden. Nimm das und geh hoch. Hi Morpheus. Gut, laufen dem Licht weiter hinterher. Endlich gefunden. Was zum? Bah, was ein ekliges Vieh. Adamanz! Machen wir das mal. Das hat weh. Ich weiß nicht warum, aber ich komme immer auf die Zahlen. Also nicht auf Q, B, E und R. Ich komme immer auf 1, 2, 3, 4. Jetzt habe ich nicht lesen können, was da stand. Ach, wir kriegen das schon hin. Mal noch einen Heiltrank gebrannt. Na. Jawohl. Nein. Jetzt rauf da. Komm schon, komm schon. Nein. Wenn das Licht des Schicksals das Ende der Welt erreicht. Zeigt der geflügelte Wächter
den Weg zum Genesis-Licht. Wenn das Chaos des Abgrunds seine Augen erneut öffnet, wirst du dem Stolz der Löwen bis zum Ursprung folgen. Das Schicksal ruft nach dir, Auserwählte. Das Schicksal ruft schon wieder nach uns. Dann wollen wir das Schicksal mal nicht allzu lange warten lassen. Sprich mit Pater Morpheus. Ach so. Ich dachte, ich sollte zur Schriftrolle haben. Okay. Geht es dir gut? Wie oft will er mich das noch fragen? Unglaublich, dass du dieses riesige Monster besiegt hast. Ich wusste, dass du talentiert bist, Handsome Sean. So ein Monster habe ich noch nie gesehen. Uralt und mächtig. Das muss der Wächter gewesen sein, der den Schatz des Propheten beschützt hat. Was war nochmal der Schatz des Propheten? War es eine Geschichte über die Arche? Dann ging es in der Prophezeiung also um der Stolz eines Löwen. Ich verstehe, aber das Einzige, das mir über Stolz in den Sinn kommt, ist das stolze Städtchen Pride Home. In Außenbezirken von, was, Red Ramis, gibt es ein kleines Dorf namens Pride Home, das unter dem Schutz des Sakria-Ordens steht. Vielleicht ist das der Weg, den du einschlagen musst, Handsome Sean. Dank dir habe ich eine Menge gelernt. Der Schatz des Propheten hat die ganze Zeit auf dich gewartet, um die Prophezeiung des Neubeginns des Lichts zu überbringen. Ich glaube, der Zeitpunkt, uns zu trennen, ist gekommen. Aber sei versichert. Wir werden uns wiedersehen. Wir haben ein gemeinsames Schicksal, du und ich. Der Stolz der Löwen. Also Pride Home. Na dann mal los. Wir können das Schicksal nicht warten lassen.